Moin, moin und willkommen über Norwegen. Ja, ich traue mich mal wieder in den realistischen Modus. Diesmal mit meiner heißgeliebten Focke-Wulf 190 A4. Im Arcade ist das Ding einfach ein Biest. Jetzt schauen wir mal, wie es da im realistischen Modus aussieht. Ich kann mich von früher her, als ich das ein paar Mal ausprobiert habe, erinnern, dass die Focke's recht steif werden bei hoher Geschwindigkeit. Und dass sie auch nicht so gerne Kurven fliegen. So, zumindest flatterten da früher immer fröhlich die Flügel. Aber klettern können sie immer noch gut, zumindest bis zu einer gewissen Höhe. Und Geschwindigkeit verkraften sie auch ganz ordentlich. Ich glaube, 650 kann ich mit dem Ding hier wagen. Die Bewaffnung hier von dem Ding ist man natürlich ein wenig dafür prädestiniert, eventuelle Bomber anzugehen, und die Basen sind dort. Dann haben wir KI-Flieger, KI-Schiffe. Hab ich da gerade. Nee, ich dachte gerade, ich hätte was gesehen. Motor schnurrt wie ein Kätzchen. Die P47 kann schon nicht mehr so ganz mitklettern. Da senken wir jetzt mal ein bisschen Nase. Über 3100 Meter ein bisschen Geschwindigkeit aufbauen. Ah, da kommt er ja. Ah, ist er doch ein ganz guter Kletterer, hm? Da sind unsere Schiffe. Jetzt ein ordentliches Stück weit weg. Ah, da habe ich ihn gesehen. B25 greift offenbar im Tiefflug an. Ah, Flakfeuer von den Zerstörern, da ist die B25. Frage ist, worauf schießen die Zerstörer? Na, mit einer W410 kann man eine B25 angehen. Oh, okay, hat sich wohl erledigt. B25 wurde von der Flak abgeschossen. Ah, da haben wir auch Gegner. Welchen denn? FA12, okay. Ah, da ist noch ein Firefly da unten. Und die mache ich mir jetzt erstmal keinen Kopf, weil so tief wie die fliegt, die attackiert die Zerstörer. Und das heißt, wenn sie Pech hat, ist sie gleich down. Ach, die beiden jagen KIs. Genauso wie die P51er da hinten. P47 will sich offenbar die Firefly vorknüpfen. Verschwendung meiner Auffassung nach. Ja, hier. Viel zu viele Schüsse. KI-Jäger. Vor allem solche Dinger, die KI-Speer schießt man nur, wenn man sich absolut sicher ist. Oh oh. Firefly geht frontal gegen die P47. Beide leben noch. Mephi 10 hat einen Cruiser versenkt. Hat also Bomben dabei gehabt. KI-Go-Fighter. Firefly ist abgestürzt. Ich habe mitgekriegt, was mit der P47 passiert ist, aber die ist auch weg. Eventuell ineinander geknallt. Ja, der andere leichte Kreuz hat die Mephizien runtergeholt. Das kommt davon, wenn man zu lange über den Dingern rumreist. Ein bisschen Geschwindigkeit rausnehmen hier. Ich würde ja am ehesten die Spitfire rausnehmen. Die P51 ist zwar auch gefährlich, aber die Kurven des Spitfire wird uns noch am meisten Ärger machen. Ah, das ist jetzt die Chance. Sanft und langsam herniederzuschweben.
Auf Engelsschwingen. Zwei Spitfires. Okay. Klappen rein. Und da haben wir eine. Adios, Kollegas. Ah, nein, das ist ein Boomerang. Ah, das ist keine Boomerang. Oh, P51 wollte sich mit einer Do 217 offenbar frontal anlegen. Das war eine schlechte Idee. Eieieiei, wo ist denn diese PBJ, dass sie so viele Flachs gerade zerlegt? Meine Güte. Noch eine. Muss über. Nee, Airfield ist nicht getroffen worden. Ah, okay. Da hinten war gerade irgendwie was zu sehen. Naja, wo kann man denn hier so viele Flaks abräumen? Außer da hinten. Aber da sind immer noch welche. Und das Airfield hat auch immer noch welche. Schon wieder. Da! Doch, da hinten. Aber jetzt hat einer sie runtergeholt. Oh, hallo. Ein Premium BF-109. Da hat sich aber einer hochgeschraubt, um mich mit dem Ding zu attackieren. Oh, und nix wie weg. Kannst du vergessen, dass ich mit dir mitklettere? Ich war tiefer mit weniger Speed. Ich komme ganz sicher nicht mit. Komm, komm. Put, put, put. Ja, schön an mir dranbleiben. Put, 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 put. Jetzt hat er sich anders überlegt. Komm, komm, komm. Mich haben wir jetzt, muss ein bisschen früher aufstehen, Kumpel. Ja, normalerweise, glaube ich, wäre jeder Arcade-Spieler, der sich hierher traut, jetzt Moose gewesen. Den hätte keiner bemerkt. Aber, da ich auch schon mit Jets geflogen bin, bin ich es gewöhnt, ständig mit C herumzugucken. Da fällt einem dann ab und an doch eine Kleinigkeit auf. So. Ja, jetzt stallt er die alle aus. Wunderbar. Wer weiß, mit dem Ding umzugehen. Blöderweise sind nur noch er und ein nicht gestarteter hier im Team. Jetzt kommt er ein bisschen tiefer. Die Gelegenheit, ein wenig Speed aufzunehmen. Da haben wir ja den Fehler, auf den ich gewartet habe. Komm, 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 komm. Schön gemacht. Jetzt lasse ich ihm. Und da haben wir es. Elevator und er brennt. Noch ein Treffer. Leute, könntet ihr mal aufhören, auf mich zu ballern? Naja, hat wer anders den Gil gekriegt, aber der ist raus. Tja, wenn die Kinder zu Hause sind. So. Das lässt vermuten, dass jetzt der letzte Gegner irgendwo auf dem Airfield hockt. Oh, probier was. Flakfeuer. Haben wir denn noch einen Blind Hunt? Hätte ich das auch mal benutzen. Juhu! So, wo steckt er? Ah, da. Ah, eine PBJ.
Da habe ich mich aber mal ordentlich verschätzt. So. 383 Schuss Maschinenkanone haben wir noch. Werden wir da mal ordentlich nutzen. Warum zum Geier ist der nach da hinten geflogen? BBJ ist natürlich nicht ungefährlich. Schwer gepanzert und schwer bewaffnet. Sowohl vorne als auch hinten. Das wird auf jeden Fall nicht ganz einfach. Gut, Rhinon ist mit dabei. Genau, die versenken die Dinger. Engine Overheat. Na gut, nehmen wir ein bisschen Power raus. Wirklich abkühlen tut sich der Motor jetzt aber auch nicht so großartig, ne? Mal gucken, wer gleich das Ziel ist. Versucht weiterhin zu klettern. Ich glaube, jetzt hat er mich bemerkt, ne? Yep, hat er. Ach, scheiße. Da bin ich ernsthaft den Flugzeugträger angegriffen. Was wird denn das für ein Manöver? Will er mich da zum Abreißen meiner Flügel zwingen oder was wird das? Ah, er zwingt mich hinter sich. Da hat er gerade ein paar Klappen verloren, glaube ich. Interessant ist, dass ich seinen Gunner noch gar nicht zu spüren bekommen habe. Ah, jetzt. Der trudelt, wenn ich mich nicht irre. Jawohl, ja. Und das war der letzte. Und jetzt zurück zur Basis. Hui. Ein Fallschirm, zwei Fallschirme. Drei, vier, fünf. 6, 7. Alle raus. Bereit fürs Gefangenenlager. Na, schafft das bis ganz nach unten oder? Tucka, 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 ab nach Hause, bevor das Öl ausläuft komplett. Und das ging doch. Sehr schön. Tja. Ich brauche mit dem Ding noch Übung, aber. Macht durchaus Spaß, das Ding zu fliegen, muss ich sagen. Sehr schön. Ja. Auf das Teil freue ich mich auch schon. Na denn, ich hoffe, es war nicht gänzlich langweilig. So viel zu tun hatte ich ja nun nicht. Aber ich hoffe, es hat trotzdem gefallen. Mal schauen, vielleicht finde ich demnächst mal eine richtig gute Runde, die ich euch zeigen kann. Alles klar, macht's gut, bis denn. Tschüss.